Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven. Woody und Even sind natürlich auch wieder mit am Start. Ja, im heutigen Video geht es um ein kleines Update von unserem Teich in unserem Varan-Terrarium. Ja, wir haben ja noch etwas Zeit, bis der Neuzugang zu uns kommt. Da gab es ja ein paar kleine Probleme. Demnach haben wir noch genug Zeit für ein kleines Update. Für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind, ja, das ist eine Baudokumentation von einem Varan-Terrarium Schritt für Schritt. Klickt einfach oben in unsere Videobeschreibung, in unsere Playlist. Da seht ihr, was wir bis jetzt gemacht haben. Ja, und ich denke, viel Spaß jetzt bei dem kleinen Video. Hier sind ein paar Neuzugänge. Das sind 5 Mollys. Und natürlich kommen da noch ein paar mehr Wasserpflanzen dazu, weil Wasserpflanzen schaden natürlich nie in einem Teich oder Aquarium. Sieht man den Teich mal vor dem Update. Bevor die Fische in den Teich dürfen, natürlich erstmal die Temperatur angleichen. Und dann schon gleich die erste Aufsitzerpflanze, die mit wenig bis fast gar keinem Licht super zurechtkommt. Nach einiger Zeit können die Fische auch schon wieder in ihr neues Zuhause. Hier kommt die nächste Pflanze, die sich super für ein Paludarium eignet, da sie auch außerhalb des Wassers wächst. Da sind wir echt mal gespannt drauf, wie diese Pflanze sich entwickelt. Pflanze den Start etwas zu erleichtern, gibt es natürlich gleich auch erstmal ein paar Eisentabletten. Natürlich wird auch jede Änderung akribisch in einem Kalender eingetragen. Den PDF-Vordruck habe ich vom Thomas, der wirklich ein Hightech-Terrarium betreibt. Ich verlinke unten auch gleich nochmal seine Seite. Der hat mir das zur Verfügung gestellt. Danke nochmal dafür. Hier ist dann die letzte Pflanze. Es ist auch eine Aufsitzerpflanze, die mit wenig bis sogar gar keinem Licht ganz gut zurechtkommt. Das Ganze seht ihr hier, binde ich auf eine Mangrovenwurzel. Nur später, wenn die Mangrovenwurzel sich vernünftig vollgesaugt hat und auch die Pflanze richtig Wurzeln gebildet hat, kann ich das Drahtgeflecht auch wieder entfernen. Hier sieht man mal aus unserem U-Boot gefilmt, wie stark sich schon die Guppies vermehrt haben. Und da sieht man auch unsere Neuzugänge, die paar kleinen Mollys. So, das war unser kleines Update-Video zu unserem Teich. Ja, nur ein paar Pflanzen, ein paar Mollys mit eingebracht, weil die ein paar gute Algen wegvernaschen. Ja, das ist das Update und wir warten weiterhin auf unseren neuen Bewohner. Der kommt nämlich in 4 Wochen. Ja, hoffentlich jetzt. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst nicht, klickt oben auf unsere Playlist, da ist genug zu sehen. Vergesst nicht, Daumen hoch, abonnieren, dann werdet ihr weiter nichts verpassen. Wir beide sagen Danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.